This year we had our first St. Teens Academy. It's a 7-day holiday program, and we welcomed 14 high school students from all over the country. So the St. Teens Academy is like a little boot camp for teenagers, for them to see how the work as a scientist is and to experience that. It's a unique experience where you learn how it's like to be a scientist, and you really have the opportunity to work with stuff you don't have at school, and plus you learn a lot of stuff. I mean, it's just great. Man, scientist lernt man bei der Schweiz, dass ich mir eigentlich Zukunft in der Wissenschaft vorstellen kann, und auch mit Forschung, also am Anfang auch interessiert an, du willst wirklich gerne einfach testen wird, aus einem Labor zu schaffen, und ich möchte auch im Moment wirklich viel Spaß. Ja, bei mir ist es so ähnlich. Also ich meine, ein bisschen Theorie muss immer sein, aber nur vielleicht hofft es dann auch zu sehen, wie Daten der Theorie eben nicht stimmt, ist natürlich schön. What is mainly fascinating about science is just the understanding of the smallest scales, understanding on the tiniest parts of the universe itself, and also just trying to understand everything that happens all around us and how we can improve things or how just to control them. The Scientins Lab gave us the opportunity to try new things, to see how it works in a laboratory, or at least what it looks like. Our main focus are physics, biology, chemistry, and math. Depending on what you want to search, you get different data, and that different data tells you something more about how the whole thing works. We focus on system biology, so we try to work very interdisciplinary, bringing math, informatics, and biology together in one workshop. And here at the St. Teens Academy, they can really go in depth into science. We want to attract the high school students which are much more interested in science and who really want to do it also in their free time. The St. Teens Lab est une des nombreuses initiatives que nous soutenons pour renforcer la culture scientifique, surtout la culture scientifique parmi les jeunes, parce que quand nous investissons dans la recherche, c'est important de faire participer les jeunes et de leur ouvrir des carrières en tant que scientifiques à l'avenir. Le St. Teens Lab est une wunderbare initiative. Dass Möglichkeit haben, für das Schüler aus dem Lycée, aus dem Enseignement secondaire können an die Universität kommen und hier mit richtigem Equipment, mit richtigem Forschungsequipment an zusammen mit Forschern von der Universität und von dem Forschungszentrum können spannend und interessant und lehrreich Experimente und Aktivitäten machen.